Hey, ganz herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich bin gerade ganz normal üben für meine Szene. Funny Story, eine YouTuberin getroffen. Ich hatte so einen coolen Tag. Präsident von Marvel. Langsam echt traurig. Hallo, es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast und willkommen zu dem Vlog, wo ich dir ein paar Einblicke aus deinem amerikanischen College-Leben gebe. Mein Name ist Diana, ich bin 21 Jahre alt und ich habe mein Auslandssemester an der University of Southern California in LA gemacht. Und Spoiler Alert, es ist wirklich wie im Film gewesen. Und deswegen, ja, wollte ich dir so ein paar Einblicke jetzt geben, wie mein Leben in LA an dem College wirklich so aussah, was ich für Kurse hatte und was ich generell dazu gemacht habe. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Vlog und hoffe natürlich, dass er dir gefällt. Hier hast du gerade noch gesehen, wie ich mich ein bisschen fertig gemacht habe, unter anderem auch, ich meine Curtain Bangs zu dem Zeitpunkt gestylt habe, nämlich einfach in so einem Lockenwickler und so einem Lockenspray. Genau. Hey, ganz herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir haben heute Mittwoch, den 8. November, genau. Und es ist gerade 10.22 Uhr. Ich habe mich gerade geduscht und fertig gemacht für die Uni. Und jetzt schaue ich mal, ob ich direkt an die Uni fahre oder ob ich noch hier ein bisschen lerne. Ich habe heute einiges zu tun, denn ich habe morgen ein Quiz, für das ich mich noch nicht vorbereitet habe. Da muss ich einfach nur ein bisschen ein paar Readings lesen, aber das muss ich halt eigentlich unbedingt machen. Und außerdem müsste ich theoretisch noch ein bisschen was arbeiten und eventuell noch mein YouTube-Video fertigstellen für dieses Wochenende. Ich glaube, das geht sich heute alles nicht aus, aber meine Priority ist definitiv dieses Quiz. Genau. Und ansonsten habe ich heute um 1 Uhr Class, nämlich meinen Schauspielunterricht. Von 1 bis 4 habe ich den und dann nochmal von 6 bis 8 habe ich Kurs. Für meinen Schauspielunterricht, da habe ich heute tatsächlich auch ein Final sozusagen. Und zwar muss ich heute meinen Monolog vorspielen. Den habe ich vor 2 Wochen das erste Mal schon vorgespielt und jetzt das zweite Mal. Und dann muss ich das im Endeffekt noch einmal aufnehmen. Und diese Aufnahme, also das Video, was ich dann einreiche, plus das heute, es wird dann eben so meine finale Note für den Kurs. Und ich freue mich total. Ich bin auch schon dressed in meinem Character, all black, weil das bin eigentlich gar nicht ich. Ich ziehe nie schwarz an. Aber ich spiele Christina Yang aus Grey's Anatomy und ich glaube, dass dieser Fit passt eigentlich ganz gut zu ihr. Genau. Und ich bin ein bisschen nervös. Ich freue mich aber auch. Ich werde das gleich hier noch definitiv ein bisschen rehearsen, also ein paar Mal durchgehen, meine Szene. Und dann schaffe ich das heute in der Class, hoffentlich sehr gut. Aber ich nehme dich auf jeden Fall den ganzen Tag mit. He took something from me. One day I was me, Christina Yang. And then suddenly I was lying for him. Jeopardizing my career. Until I was standing there. In a wedding dress with no eyebrows. And I wasn't Christina Yang anymore. I can't. You took a piece of me. You took a piece of me and I let you. And that can never happen again. Guys, ich bin gerade ganz normal üben von meiner Szene. Ich bin noch nicht so 1000% zufrieden. Okay, ich gehe jetzt in die Uni. Ich habe jetzt meinen Monolog ein bisschen geübt oder eigentlich recht viel geübt und gegessen. Und ich laufe jetzt los. Wait, really? Never been to California, never been to LA. So ich hatte gerade meine Acting Class, mein Final. Jetzt habe ich mir bei Dolce einen Kaffee geholt, einen Mocha. Und setze mich jetzt hier noch ein bisschen hin und lerne noch ein bisschen, weil ich ja morgen mein Quiz habe. Und dafür noch ein bisschen, ja, was machen muss. Funny Story, ich habe gerade in der Schlange vom Café eine YouTuberin getroffen, die auch ganz viele Vlogs und so von der USC macht. Und ich habe damals alle ihre Videos geschaut, also ich habe sie absolut geliebt. Und deswegen, ja, ich habe sie einfach angesprochen, habe kurz mit ihr gequatscht. Das war eigentlich relativ cool. So krass wieder.
dunkel, also wie früh es hier schon dunkel wird. Am Sonntag, also letzten Sonntag, wurde die Zeit ja umgestellt. Und es ist einfach 5.30 Uhr und es ist schon stockdunkel. Aber ja, ich habe jetzt einen der zwei Artikel gelesen für morgen. Ich habe es aber gleich klar, deswegen mache ich mich jetzt gleich auf den Weg. Genau. Aber können wir ganz kurz darüber reden, wie fucking teuer Kaffee hier eigentlich ist. Also ich weiß nicht, ob ich das hier was angesprochen habe, ich glaube nicht. Aber ich bin vorhin zu meinem Lieblingscafé gegangen, Doge, und habe mir mal was Neues geholt. Weil normalerweise hole ich mir immer ein Blueberry Matcha Latte, weil das hier total berühmt ist. Und das ist wirklich das Beste, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber heute dachte ich mir, nee, hole ich mir mal einen Kaffee, deswegen habe ich mir so einen Mocha geholt. Diese kleine Becher, $6.25. $6.25. Das ist einfach nur insane. Also es ist so teuer hier und vor allem die Aufpreise für Hafermilch, weil ich bin ja vegan und ich trinke keine Normalmilch. Die Aufpreise für Hafermilch sind einfach insane. Also ich zahle immer mindestens $1 extra für Hafermilch. Es ist so unverschämt. Hätte ich den in groß bestellt, nicht in klein, sondern in groß, hätte ich sogar $1.50 gezahlt für Hafermilch. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Aber naja. Ich hatte vorhin dieses Schauspielkurs und jetzt habe ich gleich meinen Marketingkurs, Marketing in der Entertainment Industry. Und da haben wir auch einen Guest Speaker. Heute tatsächlich der letzte, weil wir haben immer richtig, richtig viele Guest Speaker in dem Kurs gehabt. Also ich glaube, safe über 10 Stück oder so. Und heute kommt der letzte Guest Speaker von Disney. Ich bin generell langsam echt traurig und habe richtig Angst, weil das Semester schon echt bald endet. Es ist jetzt 8. November und wir haben eigentlich nur noch so 3 Wochen wahrscheinlich so einen Regulärkurs. Und dann ist Prüfungswoche und dann ist es schon um. Deswegen wollte ich heute erst unbedingt mal mitbloggen, obwohl ich so hinterherhänge mit den Vlogs. Also die Vlogs kommen wahrscheinlich erst, wenn ich wieder in Deutschland bin, aber ich finde es hier einfach so toll und ich will hier nicht weg. Und deswegen kann ich so wenigstens einfangen, so ein bisschen die Erinnerung. Aber naja, nee, wirklich, ich liebe es hier so sehr. Vor allem mein Marketingkurs und mein Schauspielkurs, das sind so meine zwei Lieblingskurse. Das heißt, Mittwoch ist eigentlich immer mein Lieblingstag der Woche, muss ich sagen. It's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. It kills me. Ich gerade auf dem Weg zu Freunden in die Wohnung, weil wir fahren über Thanksgiving weg und machen einen großen Roadtrip und den müssen wir jetzt noch ein bisschen planen, also Airbnbs und so buchen. Genau, deswegen bin ich da gerade auf dem Weg. Hey guys! Ah, ich hatte so einen coolen Tag. Und zwar hatte ich ja heute Morgen erstmal Schauspielunterricht, wo ich ja meine Performance hatte. Und sie lief im Endeffekt richtig gut. Also es war halt immer noch so eine Rehearsal. Das heißt, ich durfte halt ein paar Mal durchgehen. Das heißt, ich hatte irgendwie so 3 Durchgänge. Und ich habe mich generell schon so verbessert im Vergleich zum letzten Mal. Und dann aber vor allem beim 3. Durchgang. Habe ich es richtig, richtig gut gemacht und ich habe auch richtig positives Feedback von ihr bekommen, dass sie richtig stolz auf mich ist und dass ich im Endeffekt, das haben ja auch die anderen dann gesagt, dass ich im Endeffekt richtig die Emotionen dann am Ende gehittet habe und ich wurde sogar richtig emotional, also es war irgendwie ganz komisch, weil ich während meiner Performance gar nicht mal unbedingt mich so emotional gefühlt habe. Irgendwie war es ein bisschen schwierig, da hinzukommen, aber als ich dann eben ganz am Ende kurz eskaliert bin, als ich mich dann wieder hingesetzt habe, kam auf einmal irgendwie alles so hoch und ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss jetzt anfangen zu weinen. Das war ganz komisch. Auf jeden Fall lief das voll gut. Und dann mein zweiter Kurs war auch richtig toll, weil wir hatten heute einen Guest Speaker von Disney da. Und diese Frau war so, so, so cool und so inspirierend und ich habe einfach ihre Lecture geliebt und ich habe mich auch am Ende vorgestellt und habe ihr halt erzählt, dass ich zurzeit ein Praktikum suche, bla bla, und mein Prof, mit dem ich halt wirklich so bin, also mein, dieser Prof ist so nett und das ist halt der, der mir jetzt die ganze Zeit schon in diesem
Bewerbungsprozess so geholfen hat. So, er gibt mir immer Tipps und ich frage ihn immer nach, also ich gebe ihm auch immer so Updates und so. Also ich rede fast gefühlt jede Stunde danach mit ihm kurz. Und als ich dann eben mit ihr darüber geredet habe, dass ich gerade einen Internship suche, hat er so gemeint, so ja, she's my best student und dass ich voll amazing bin und dass ich definitiv eine gute Addition für die Company wäre. Also es war so süß. Und ich kann aber auch gar nicht umgehen gefühlt, dass wenn Menschen so nett was Nettes über mich sagen, also entweder über mich oder zu mir, ich werde da immer direkt emotional. Also bei sowas, da kommen mir direkt dann die Tränen gefühlt. Also ich habe mich einfach so touched gefühlt. Das war richtig schön. Also ich bin richtig, richtig happy, dass er sowas gesagt hat. Und dass ich eben auch diese Möglichkeit hatte, mit einer von Disney zu reden, weil Disney ist halt einfach so eine coole Firma, so eine coole Company. Deswegen, mal schauen. Ja, und ansonsten habe ich mich gerade mit Freunden zusammengesetzt und wir haben so ein bisschen unseren Roadtrip geplant, der tatsächlich schon in 10 Tagen ist. Total verrückt. Wir haben jetzt ein Auto gebucht und wir haben Airbnbs rausgesucht, die wir dann auch bald buchen. Das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich richtig. Und ich habe mich entschieden, ich werde morgen auch noch mit vloggen, weil morgen ist ein ganz cooler Tag. Auch ein bisschen stressig, weil ich habe ein Quiz, auf das ich mich noch vorbereiten muss. Und morgen früh habe ich tatsächlich um 10 einen Arzttermin, mein allererster Arzttermin hier. Genau, und abends habe ich aber meine Filmclass und wir schauen morgen einfach den neuen Marvel-Film, The Marvels, der noch gar nicht draußen ist. Das ist so, so, so cool. Der Film kommt erst am Wochenende raus und wir schauen ihn einfach morgen Abend schon. Und Kevin Feige kommt einfach. Kevin Feige, kurz, falls ihr nicht wisst, wer das ist einfach der Präsident von Marvel. Also von der Company. Das ist der Producer von den ganzen Filmen. Und der kommt einfach morgen dann für ein Q&A in unsere Class. So, so, so cool. Es ist so verrückt. Und ja, ich freue mich richtig. Ich bin richtig, richtig hyped. Genau. Und ja, ich gehe jetzt schlafen. Ich möchte einfach nur ganz kurz sagen, wie dankbar ich für alles bin. So, ich will nicht sagen, mein Leben ist wirklich perfekt, weil das ist es nicht. Mir wurde literally vor einer Woche mein Handy gestohlen und es passieren manchmal auch blöde Dinge und ich fühle mich nicht immer 24/7 glücklich. Ich habe auch kurz Phasen, zum Beispiel erst heute. Ich saß vorhin im Village, wo ich auch kurz ein bisschen mitgevloggt habe und ich habe mich echt nicht in der besten Mut gefühlt, obwohl eigentlich nie alles gut war, aber ich habe mich einfach kurz so ein bisschen down gefühlt. Passiert halt, ist auch normal. Aber so generell bin ich einfach sehr glücklich, sehr dankbar für alles, für dass ich in L.A. bin, für die Leute, die ich in meinem Leben habe. Bin einfach sehr, sehr, sehr dankbar. Das wollte ich einfach sagen. Man kann dankbar sein, man kann glücklich sein, ohne dass alles perfekt laufen muss. Ich habe mich gerade spontan entschieden, mich lieben, noch schnell eine Grippeimpfung zu machen, weil es kostenlos ist. Ich hasse Nadeln. Ich sitze jetzt im Village, lerne jetzt noch für meinen Test, weil ich den in 2 Stunden habe. Und total müde, deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Red Bull geholt, die neue Winter Edition tatsächlich. Cheers. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan. Aber naja. Aber ich muss jetzt durchziehen. Aber Red Bull ist so teuer hier, also Kaffee ja sowieso, da haben wir ja gestern schon drüber geredet, deswegen habe ich mir jetzt keinen Kaffee geholt. Aber Red Bull ist auch richtig teuer. Ich habe für den Scheiß einfach 3,60 € gezahlt. Das ist so overpriced. Das ist einfach die Statue in Alufolie eingerahmt. Ich bin heute über den Campus gelaufen und habe mich gefragt, so, hä, warum sind alle Statuen einfach verpackt und so eingewickelt in Folie? Und eine Freundin von mir hat erklärt, dass das wegen dem UCLA-Game ist, weil
In einer Woche ist ja das ganz, ganz große Game gegen die UCLA. Also da ist ja eine riesige Rivalität. Also das ist echt ein Riesending hier. Und anscheinend in der Woche vor dem Game ist das so, dass sich die Schulen gegenseitig schon so ein bisschen bekämpfen. Und dass die UCLA zum Beispiel letztes Jahr oder die Jahre irgendwann in den Jahren davor unsere Statuen beschädigt hat. Und deswegen sind die Statuen jetzt halt so beschützt und so eingerappt. Total verrückt. Und anscheinend nächste Woche werden da Leute auch, also unsere Studenten, die UC-Studenten werden auch anscheinend 24/7 Wache halten und so campen und so. Also wirklich total crazy. Ah, wir sind jetzt einfach in Marvel Film. Ich werde Sororities hier an, wie die jetzt alle dekoriert sind für Weihnachten mit den Lichtern. Richtig schön.